In Berlin-Steglitz wartet Manuela Pauli ungeduldig auf ihren Mann Oliver. Das Ehepaar hat einen Tisch in einem noblen Restaurant reserviert, denn ihre gemeinsame Tochter Alina feiert heute ihren 17. Geburtstag. Auch Olivers Bruder Kai und seine Ehefrau Jutta sind zu dem Familienessen eingeladen. Sag mal, Mama, wann kommt Papa eigentlich? Ruf ihn doch am besten einfach mal an. Mein Handy liegt da im Flur auf dem Schrank, ja? Ja, alles klar. Ach, das passt ja. Gerade eine SMS von Papa eingegangen. Ja, und was schreibt er? Lies mal kurz vor, ja? Liebe Manu, bitte verzeih mir. Ich habe mich in jemand anderen verliebt. Und verlasse dich deshalb. Bitte such nicht nach mir. Was ist das für ein Quatsch? Alina, du verarschst mich doch. Ey, mit sowas macht man keine Witze auf damit. Guck doch selber. Das kann doch echt nicht wahr sein. Schatz, was sagst du denn dazu? Mein Bruder hat eine andere Frau. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Papa hat keine andere. Das glaube ich auch. Da will mich jemand auf den Arm nehmen. Aber wie soll dir denn bitte jemand von seinem Handy eine Nachricht schicken? Das war eigentlich recht. Weißt du was, ich kläre das mal kurz. Ich rufe ihn einfach an. Jetzt ist das Handy aus. Das kann doch nicht sein. Der hat mir doch gerade eine SMS geschickt. Wie ist denn das möglich? Weißt du was, wir machen Folgendes. Ihr beide fahrt schon mal zum Restaurant vor und sichert den Tisch, nicht, dass er nachher weg ist. Und wir beide fahren zur Arbeit, um Papa abzuholen, okay? Alles klar. Ich muss zugeben, im ersten Moment ist mir wirklich fast das Herz stehen geblieben, als Alina die SMS vorgelesen hat. Aber die Vorstellung, dass Olivier mich für eine andere verlässt, ist einfach total absurd. Wir lieben uns. Da will sich irgendjemand einen Scherz mit mir erlauben. Und ich werde jetzt rausfinden, wer. Eine Viertelstunde später erreichen Manuela und Alina den Malerbetrieb des 39-Jährigen. Manuela kann nicht glauben, dass ihr Ehemann sich von ihr trennen will. Erst recht nicht am Geburtstag ihrer gemeinsamen Tochter. Da die 41-Jährige Oliver nicht finden kann, wendet sie sich an seine Sekretärin Caroline Schubert. Hallo Frau Schubert, ich wollte meinen Mann zum Abendessen abholen. Ist er gerade im Lager oder wo steckt er? Ich dachte, dass er es sei, als ich die Tür unten gehört habe. Das heißt, er ist jetzt noch beim Kunden? Um ehrlich zu sein, weiß ich es auch nicht. Was heißt, Sie wissen das nicht? Naja, also um 12 ist er in die Stadt gefahren, um was zu essen. Und seitdem hat er sich auch nicht mehr blicken lassen. Und hat er nicht gesagt, wo er Nachmittagessen hin will? Nö, ich bin davon ausgegangen, dass er schon früher nach Hause gegangen ist, um Alinas Geburtstag zu feiern. Ja, das wäre schön gewesen, aber das Geschenk für Alina steht ja immer noch auf dem Schreibtisch. Ja, das habe ich auch schon gesehen. Deshalb habe ich auch des Öfteren versucht, ihn anzurufen. Aber er ist weder rangegangen, noch hat er mich zurückgerufen. Ich glaube, sein Akku ist leer. Was hat das denn alles zu bedeuten? Oh mein Schatz, ich mach dir keine Sorgen, ich weiß nicht. Aber Fakt ist, dass er nach dem Mittagessen nicht nach Hause gekommen ist und seitdem spurlos verschwunden ist. Meinst du, Pa ist wirklich abgehauen? Auf keinen Fall. Das bedeutet ja dann, dass... Dass ihm was zugestoßen ist? Oh mein Schatz, ey, da mag ich gar nicht dran denken, hey. Ich denke, dann hätten Sie schon die Informationen aus dem Krankenhaus oder von der Polizei erhalten, oder? Wissen Sie was, wir fahren am besten gleich zur Polizei und klären das Ganze. Frau Schubert, wenn sich mein Mann in der Zwischenzeit bei Ihnen meldet, dann rufen Sie mich bitte sofort an, ja? Ja, natürlich. Schreib mir schnell meine Nummer auf. Passiert. Das hoffe ich auch. Das ist doch alles seltsam. Mein Mann würde doch niemals den halben Tag lang sein ganzes Büro alleine lassen, ohne vorher Bescheid zu sagen. Ich mache mir langsam echt Sorgen, dass ihm irgendwas passiert ist. Ich mache mir das gar nicht weiter ausmalen. Die Polizei hat keine Anhaltspunkte, dass Oliver in einen Unfall oder ein Verbrechen verwickelt wurde und kann Manuela nicht weiterhelfen. Noch in der Nacht ruft sie selbst alle Berliner Krankenhäuser an, um sich zu vergewissern. Als ihr geliebter Mann auch am nächsten Morgen nicht auftaucht, bittet die 41-jährige Rechtsanwalt Ralf Vogel um Hilfe. Herr Vogel, wissen Sie, ich freue mich sehr, dass Sie zu mir kommen konnten. Damit ich einfach hier in der Wohnung bleiben kann. Ich habe Angst, dass Oliver vielleicht hier auftaucht oder versucht, aus dem Festnetz anzurufen. Und wenn ich dann nicht da bin, das wäre irgendwie blöd. Ja, sagen Sie, haben Sie denn schon mal die Verwandten, Bekannten und Freunde von Ihrem Mann gefragt, ob er sich vielleicht da gemeldet hat? Ich habe alle angerufen, hier eine ganze Liste. Mhm. Alle abtelefoniert. Ich war sogar bei der Polizei und die Polizei macht einfach nichts. Ja, was haben die Beamten denn gesagt? Die haben gesagt, ich soll einfach abwarten. Die meisten Vermissten tauchen nach 2 bis 3 Tagen wieder auf. Aber ich kann doch nicht einfach hier sitzen und abwarten. Mann, ich mache mir echte Sorgen. Sie müssen verstehen, die Polizisten dürfen erst aktiv werden, wenn konkrete Gefahr für Leib oder Leben für ihren Mann droht. Und da haben wir halt noch nicht genug Hinweise bisher.
Herr Vogel, ich kenne meinen Mann seit 20 Jahren. Ich spüre ganz genau das, was mit ihm passiert ist. Der würde niemals, ohne sich abzumelden, einfach von zu Hause verschwinden und zwei, drei Tage sich nicht melden. Das kommt bei ihm nicht vor. Ich muss Sie fragen, gibt es bei Ihnen in der Ehe Probleme oder hatten Sie Streitereien? Nein, Herr Vogel, wirklich nicht. Mein Mann und ich, wir haben seit fast 20 Jahren, jetzt sind wir kurz vor dem 20-jährigen Hochzeitstag, so eine harmonische Beziehung. Wir lieben uns wirklich, wir streiten uns so gut wie nie. Ja, sagen Sie mal, haben Sie eine Idee? Wer könnte denn diese SMS geschrieben haben? Es muss ja jemand sein, der Sie beide kennt. Ich weiß es nicht. Aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass mein Mann nicht mit irgendeiner anderen Frau durchgebrannt ist. Gut, dann kommen wir jetzt da nicht weiter. Was ist denn mit dem Betrieb Ihres Mannes? Gab es da Probleme oder gab es da Streit oder Stress? Nee, nicht, dass ich wüsste. Also mein Mann und ich sprechen immer über alles. Er hätte mir auf jeden Fall erzählt, wenn irgendwas passiert wäre im Betrieb. Ja, vielleicht sollten wir mal in den Betrieb fahren und uns da umschauen. Vielleicht finden wir da was raus. Da war ich doch schon. Die Sekretärin, Frau Schubert, die hat ihn das letzte Mal gesehen, kurz bevor er zum Mittagessen wollte. Und er hat wohl auch nicht gesagt, wo er hin wollte. Ja, aber immerhin ist der Betrieb der letzte Ort, an dem Ihr Mann gesehen worden ist. Deshalb denke ich, sollten wir uns mal umschauen. Vielleicht finden wir irgendwelche Hinweise. Wir können ja die Sekretärin mal fragen, ob sie weiß, wo er zum Mittagessen hingegangen ist. Das wäre doch vielleicht auch schon mal was. Können wir machen, klar. So wie mir Frau Pauli die Ehe schildert, kann ich mir nicht vorstellen, dass der Mann einfach so per SMS Schluss macht. Ich kann nur hoffen, dass wir in dem Betrieb ein paar neue Anhaltspunkte finden werden. Manuela ist froh, dass Anwalt Ralf Vogel ihre Sorge ernst nimmt und ihr tatkräftig bei der Suche nach ihrem verschwundenen Ehemann hilft. 20 Minuten später treffen die beiden an Olivers Malerbetrieb ein und befragen Sekretärin Caroline Schubert. Guten Tag, das ist Herr Vogel, mein Anwalt. Er hätte noch ein paar Fragen an Sie. Herr Vogel, Schubert, hallo. Ja, wie Sie wissen, ist Herr Pauli ja noch verschwunden und wir sind auf der Suche nach ihm. Und so wie es aussieht, sind Sie die Letzte, die ihn gesehen hat. Und vielleicht können Sie uns bei der Suche helfen. Vielleicht gab es ja irgendwelchen Stress hier oder hat er sich mit Angestellten gestritten oder sonst was Ähnliches. Ja, da war ein ehemaliger Mitarbeiter vor 2 Tagen hier und da wurde es recht laut. Also da ging es richtig zur Sache. Ach, davon hat er mir gar nichts erzählt. Ja, das ist doch mal ein Anhaltspunkt. Wissen Sie, wie der Angestellte hieß und vielleicht, worum es bei dem Streit ging? Ja, also Daniel Haferkamp ist sein Name und wie gesagt, er war vor 2 Tagen hier und wollte alleine mit dem Chef sprechen. Bin dann auch gleich rausgegangen und habe halt gehört, dass es ziemlich laut wurde. Und ich kann mir vorstellen, dass es an der fristlosen Kündigung in der letzten Woche lag und er sich dazu unrecht behandelt gefühlt hat. Wie hat dann der Angestellte darauf reagiert? War er sich aufgebracht? Hat er vielleicht sogar Ihrem Chef gedroht? Ich habe nur mitbekommen, wie er stinksauer aus dem Büro rauskam. Und dann hat er hier rumgebrüllt, dass er das nicht verdient hätte. Und dass Herr Pauli noch sehen würde, was er davon hat. Naja, und dann ist er auch gegangen. Ich frage mich echt, warum mein Mann mir nichts davon erzählt hat. Wir reden doch immer über alles. Wie hat denn Ihr Chef darauf reagiert, dass der Haferkamp ihn so angegangen ist? Naja, er war ziemlich ruhig und nachdenklich und sagte, dass er sich auf jeden Fall noch mal mit dem Dani unterhalten möchte, wenn er sich ein bisschen beruhigt hat. Aha. Sagen Sie, kann es vielleicht sein, dass dieses Gespräch mit dem Herrn Haferkamp gestern Mittag stattgefunden hat? Oh, da habe ich nichts von in meinem Terminkalender stehen. Aber vielleicht da drüben? Vielleicht hat er was in seinem Kalender? Was haben wir denn hier? Hier, Dienstag. Hier, 12.30 Uhr, DH im Café Rosenstraße. DH? Das könnte doch Daniel Haferkamp sein. Meinen Sie wirklich, dass dieser Haferkamp was mit dem Verschwinden meines Mannes zu tun hat? Ich schlage vor, das werden wir ihn ganz persönlich fragen und machen uns gleich direkt auf zu ihm. Haben Sie denn die Adresse von dem Angestellten? Ja, klar. Ich suche sie sofort für Sie raus. Ja, super, danke schön. Ich bin mal gespannt, was dieser Daniel Haferkamp uns über dieses Treffen zu erzählen hat. Wenn er tatsächlich Herrn Pauli was angetan hat, dann hat er auch die Gelegenheit, die SMS zu schreiben, um die Tat zu verschleiern. Ein Motiv hat er auf jeden Fall. In Berlin-Steglitz ist Familienvater Oliver Pauli seit mittlerweile 20 Stunden verschwunden. Seine Frau Manuela und ihr Anwalt Ralf Vogel gehen ihrer einzigen Spur nach und wollen Olivers ehemaligem Angestellten Daniel Haferkamp auf den Zahn fühlen. Wo ist Oliver? Was haben Sie mit meinem Mann gemacht? Hey, was wollen Sie von mir? Sie wissen ganz genau, was wir von Ihnen wollen. Lass uns, Pauli, ich mach das schon. Schönen guten Tag. Es geht um Herrn Oliver Pauli. Wir müssten da mal dringend mit Ihnen reden. Wollen wir dazu reinkommen? Natürlich. Gut. Das ist Frau Manuela Pauli, das ist die Ehefrau von Herrn Pauli und ich bin Rechtsanwalt Vogel. Rechtsanwalt? Mhm. Was wollen Sie von mir?
Ja, laut dem Terminkalender von Herrn Pauli waren Sie gestern mit ihm um 12.30 Uhr verabredet. Ist das richtig? Ja, ich habe mich mit ihm getroffen im Café, hier an der Rosenstraße. Das ist um die Ecke. Seit diesem Treffen hat keiner mehr Herrn Pauli gesehen. Er ist spurlos verschwunden. Können Sie uns da vielleicht weiterhelfen? Ich weiß nicht, was Sie von mir wollen. Kann es vielleicht sein, Haferkamp, dass Sie Herrn Pauli was angetan haben, weil er Sie entlassen hat? Warum soll ich dem was angetan haben? Nein. Und wieso haben Sie ihm dann lautstark gedroht, dass es Konsequenzen haben wird für ihn, dass er Sie aus Ihrer Firma rausgeschmissen hat? Ich war aufgeregt, der hat mich gekündigt, aber ich tue dem deshalb doch nichts an. Der hat mir gekündigt, ich habe mich für die Aktion auch entschuldigt, aber der hat mir versprochen, mich normal zu kündigen, noch 2 Monate Gehälter zu zahlen. Weshalb soll ich so jemandem was antun? Gibt es denn für dieses Gespräch Zeugen? Die Gäste im Café oder die Bedienung, ja, aber ich weiß nicht, ob die von dem Gespräch was mitbekommen haben. Und wie lange hat dieses Gespräch gedauert? Eine halbe Stunde vielleicht. Und hat Ihnen Herr Pauli gesagt, wo er nach diesem Treffen hin wollte vielleicht? Natürlich hat er mir nicht gesagt, wo er hingeht, warum. Ja, gut, dann kommen wir jetzt hier nicht weiter, Haferkamp, denn ich bedanke mich für das Gespräch, aber kann gut sein, dass wir nochmal voneinander hören werden, ja? Auf Wiedersehen. Ja, wiederschauen. Ja, wir finden schon raus. Daniel Haferkamp ist ziemlich nervös gewesen. Ich werde auf jeden Fall seine Aussage überprüfen lassen und ihn weiter im Auge behalten. Aber jetzt werde ich bei der Polizei mal nachfragen, ob die vielleicht neue Erkenntnisse haben. Und wenn nicht, dann werde ich versuchen, die zu überreden, dass sie das Auto und auch Herrn Pauli suchen und sein Handy orten. Auch wenn wir noch keinen konkreten Hinweis auf eine Straftat haben. Eine Angestellte des Cafés bestätigt Daniel Haferkamps Aussage. Und auch die Polizei hat keine neuen Anhaltspunkte. Am nächsten Tag intensivieren die Beamten jedoch die Suche nach Olivers Auto. Denn der 39-Jährige gilt inzwischen seit über 24 Stunden als vermisst. Manuel, Tochter Alina und auch Olivers Bruder Kai und dessen Frau Jutta sind ratlos. Hi, hast du was von Olli gehört? Nee, ich frag mich echt, warum er sich nicht bei mir meldet, Mann. Ganz ehrlich, so langsam habe ich auch keine Idee mehr. Wir können nichts anderes machen, als abzuwarten. Wir können nicht abwarten. Papa ist verschwunden. Wir müssen ihn suchen. Hast du schon mal seine Klamotten und seine persönlichen Sachen durchgeschaut? Vielleicht finden wir da einen Hinweis, wo er sein kann. Das ist doch eine super Idee, Mama. Ich habe schon alles durchsucht, die ganze Küche hier, das Wohnzimmer. Ich weiß nicht, wo ich noch gucken soll. Also ich habe natürlich nicht seinen Kleiderschrank oder so durchwühlt, aber alles andere habe ich schon abgesucht. Dann lass uns doch das machen. Wir gucken jetzt den Kleiderschrank durch und vielleicht finden wir da was. Komm, mehr können wir eh nicht machen. Jutta, vielleicht guckst du einfach mal in den Kleiderschrank. Oben sind seine Hemden, unten die Jackets. Ihr könnt ja vielleicht mal die Schubladen ausräumen. Manuela kann sich nicht vorstellen, dass Olivers Kleidungsstücke Aufschluss über sein Verschwinden geben. Doch dann macht die 41-Jährige eine schockierende Entdeckung. Ich glaub's ja jetzt nicht. Was denn? Hast du irgendwas gefunden? Manu? Der Abend mit dir war unglaublich. Ich liebe dich, Katja. Was ist denn das für ein Zettel? Das ist eine Rechnung von einem Berliner Hotel letzte Woche. Mein Mann geht mit einer anderen Frau ins Hotel. Ich kann das einfach echt nicht glauben. Das ist ja ein Hammer. Also hat mein Bruder doch eine andere. Mein Mann geht mit einer anderen Frau ins Hotel. Mann, es tut mir so leid für euch beide, echt. Mein Papa geht nicht fremd. Der liebt Mama, der liebt uns. Das kann alles nicht sein. Ich fühle mich gerade so, als hätte mir jemand den Boden unter den Füßen weggerissen. Diese Quittung kann doch nicht echt sein. Sie darf nicht echt sein. Olivia und ich, wir gehören zusammen. Es kann doch nicht sein, dass er mich einfach so verlässt. Manuela ist erschüttert über ihren Fund. Sie hat umgehend Rechtsanwalt Ralf Vogel informiert und trifft sich eine Stunde später mit ihm vor dem Stundenhotel, in dem Oliver offensichtlich ein Zimmer gebucht hat. Hat der Familienvater tatsächlich eine andere Frau kennengelernt und ist mit ihr durchgebrannt? Der Anwalt hofft, dass Hotelinhaber Otto Welsch neue Informationen liefern kann. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ein Doppelzimmer für den Herrn und die Dame? Vielen Dank, nein, wir benötigen kein Zimmer. Okay, wenn Sie kein Zimmer möchten, was wollen Sie dann? Mein Name ist Rechtsanwalt Vogel. Schönen guten Tag. Das ist meine Mandantin, Frau Manuela Pauli, deren Interessen ich hier vertrete. Okay, und was kann ich für Sie tun? Und zwar würde ich gerne wissen, ich habe eine Hotelquittung von Ihrem Hotel und ein Foto, ob Sie diesen Mann hier schon mal gesehen haben.
Ja, das ist ein seriöses Haus hier. Wir halten uns hier an Datenschutzbestimmungen. Ich kann Ihnen nicht sagen, der Mann hier schon mal... Stelle ich ja gar nicht in Frage. Ich möchte von Ihnen ja auch nicht wissen, ob er hier eingecheckt oder übernachtet hat. Ich möchte nur wissen, ob Sie ihn mal gesehen haben. Schauen Sie doch noch mal. Das ist gerade mal 7 Tage her. Ich kann Ihnen nicht sagen, ob der Mann hier schon mal übernachtet hat oder eingecheckt hat. Wirklich nicht. Tut mir leid. Wenn Sie nicht mit mir sprechen wollen, ja, dann muss ich ja die Polizei benachrichtigen. Die wird Ihnen die gleichen Fragen stellen und Ihr Haus auf den Kopf stellen. Ist Ihnen das recht? Wollen Sie das? Was soll das denn heißen? Ganz einfach. Dieser Mann ist seit mehr als 24 Stunden verschwunden und vermutlich Opfer einer Straftat geworden. Wenn Sie mir keine Antworten geben, dann sieht es für mich so aus, als ob Sie was damit zu tun haben könnten. Und wenn ich das der Polizei sage, dann sieht die das möglicherweise auch so. Okay. Also was, nun haben Sie ihn schon mal gesehen oder nicht? Ja, es kann sein, dass der Mann hier schon mal übernachtet hat. Ja, wie, was kann sein? Ja oder nein? Das ist eine klare Frage, eine klare Antwort. Mehr kann ich Ihnen dazu nicht sagen. Müssen Ihre Gäste nicht hier in so einem seriösen Haus Anmeldeformulare unterschreiben? Nee, wir fragen hier nicht nach Namen. Das ist hier in unserem Business nicht förderlich. Ja, natürlich nicht. Ach, Entschuldigung, das Telefon. Ja? Mhm. So schnell. Und wo? Ja gut. Wir kommen gleich zu Ihnen. Wir sind in 15 Minuten da. Ja, vielen Dank. Auf Wiedersehen. Oh, Pauli, komm hier kurz. Das war die Polizei. Die hat den Wagen ihres Mannes an einer Tankstelle gefunden, in der Nähe von der Tankstelle. Tankstelle? Wie? Und der Wagen steht da nur? Was ist mit Oliver? Ja, das kann ich nicht sagen. Dann müssen wir jetzt die Polizisten vor Ort fragen. Ich schlage vor, wir fahren gleich hin. Ja? Dankeschön, auf Wiedersehen. Tschüss. Let's light it up, let's light it up until our hearts catch fire. Bereits 10 Minuten später treffen Manuela und ihr Anwalt am Fundort von Olivers Firmenwagen ein. Die 41-Jährige kann die Ungewissheit und Sorge um ihren Mann kaum noch ertragen. 2 Polizisten untersuchen den Transporter und hoffen so, erste konkrete Hinweise über den Verbleib des Vermissten zu erhalten. Und konnten Sie irgendwelche Spuren eines Verbrechens finden an dem Fahrzeug? Naja, Sie haben gesehen, wir haben schon mal von außen ein bisschen geguckt, aber es sind keinerlei Unfallspuren, geschweige denn Spuren eines Verbrechens zu sehen. Warten Sie mal. Geben Sie mir mal mit den Autoschlüssel. Wieso? Ja, nicht, dass Sie irgendwelche Spuren verwischen, falls welche da sein sollten. Stimmt, ja? Da habe ich gar nicht dran gedacht, haben Sie natürlich recht. Du? Guckst du mal hin? Wir gucken mal kurz. Ja, okay. Merkwürdig. Das ist total sauber. Ja, also wie ich schon vermutet habe, auch im Inneren des Fahrzeugs konnten wir keine Spuren feststellen. Also wird schon so sein, wie in der SMS beschrieben, also, dass er mit einer Frau durchgebrannt ist und das Auto hier einfach abgestellt hat. Aber wieso stellt jemand sein Auto ab, wenn er mit einer Frau durchbrennen will? Ja, immerhin ist der Hauptbahnhof jetzt gleich ein paar Minuten von hier entfernt. Und vielleicht weiß er, dass wir zuerst am Bahnhof und Flughäfen gucken. Was machen wir jetzt? Hast du jetzt noch was, Junge? Nee. Ja, dann können wir erst mal gar nichts machen. Sie, das ist Vogel. Ich finde, dass dieser Wagen verdammt sauber aussieht. Das kommt mir irgendwie merkwürdig vor. Da haben Sie recht. Das sieht aus wie von innen und außen gereinigt. Das sieht doch aus, als ob er frisch aus der Waschstraße kommt. Wenn ich ein Auto abstelle und loswerden will, dann wasche ich es doch nicht vorher. Ja, aber hier ist ja nun gleich die Waschstraße. Und vielleicht fand das unauffälliger, das Auto erst zu waschen und dann hier abzustellen. Mein Mann macht nie seinen Wagen alleine sauber. Das muss ich immer machen. Der hasst sowas. Das letzte Mal habe ich ihn vor 2 Wochen sauber gemacht. Wenn ein Fahrzeug 2 Wochen durch Berlin fährt, dann sieht das niemals so aus. Ich schlage vor, dass Sie das kriminaltechnisch untersuchen lassen auf Spuren eines Verbrechens. Aber wenn wir jedes Auto eines Vermissten von der Kriminaltechnik untersuchen lassen, dann kommen die zu gar nichts mehr. Ich würde vorschlagen, wenn Sie weitere Hinweise haben, dass in Pauli was passiert ist, dann melden Sie sich einfach nochmal und dann lassen wir es auch untersuchen. Aber ich denke, vorher brauchen wir den noch nicht untersuchen lassen. Ja, es gibt ja noch mehr Hinweise. Meine Mandantin hat gesagt, dass von dem gemeinsamen Konto keine Abbuchungen stattgefunden haben. Auch die Kreditkarte wurde nicht verwendet. Und Herr Pauli hat nur ein Konto. Okay, na, davon wussten wir ja nichts. Ja, dann sprechen wir doch noch mal mit der Spurensicherung und dann sollen die sich das Auto noch mal genauer angucken. Dann müssen wir den Autoschlüssel auch erstmal behalten. Ja? Okay, und dann melden wir uns noch mal bei Ihnen. Vielen Dank. Ja, okay. Dankeschön. Kommen Sie, Frau Pauli. Das hört sich auch klasse an. Ich hoffe, dass die kriminaltechnische Untersuchung uns hier schnell neue Hinweise bringt. Denn ich bin davon überzeugt, dass dieses Fahrzeug ganz gezielt gereinigt worden ist, um irgendwelche Spuren zu verwischen. Ich kann nur hoffen, dass wir nicht zu spät kommen. Während für den Anwalt klar ist, dass Oliver etwas zugestoßen sein muss, weiß Manuela nicht mehr, was sie glauben soll. Der Fund der Hotelquittung hat das Vertrauen der 41-Jährigen in ihren Mann auf eine harte Probe gestellt.
Am Nachmittag bittet sie Olivers Bruder Kai und dessen Frau Jutta zu sich, um ihnen ihr Herz auszuschütten. Oh, was ist denn Tee gemacht? Darf ich uns einen Kaffee machen? Klar, Mann, du weißt ja, wo alles steht. Ist auch noch heißes Wasser drin. Schatz, willst du auch einen? Ja, gerne. Und? Gibt's schon irgendwas Neues? Nee, ich bin total fertig, Mann. Er meldet sich nicht und ich weiß echt nicht, was los ist. Und scheiße alles. Ach, Maus, ich mach mir auch Sorgen. Aber wir dürfen jetzt echt nicht durchdrehen. Wir müssen warten, was die Polizei sagt. Ich weiß ganz genau, dass irgendwas Schlimmes passiert ist. Ich kenne Oliver seit 20 Jahren. Ich weiß. Ich glaube nicht, dass Oliver was passiert ist. Was meinst du damit? Vor 2 Wochen war ich in der Stadt und habe ihn dort im Café gesehen. Mit einer anderen Frau. Ich hab Kai, du hast Oliver mit einer anderen Frau gesehen und erzählst mir nichts davon? Ich wollte dich nicht unnötig beunruhigen, aber ich habe Olli sowas einfach nicht zugetraut. Als ich dann die SMS gesehen habe und du die Quittung da vom Hotel gefunden hast, naja, vielleicht hat er doch was mit einer anderen. Mann, ich heule mir hier die Augen aus dem Kopf und du sagst, du willst mich nicht beunruhigen? Ey, ich fass es nicht. Ey, wie kann Oliver mir das antun? Scheiße. Hier. Du hättest mir aber auch wenigstens mal was sagen können, ganz ehrlich. Ich wollte sie wirklich nicht beunruhigen. Ich hätte Olli sowas auch nie zugetraut. Olli hat seit Wochen eine Affäre und ich habe nichts davon mitgekriegt. Wie konnte ich bloß so blind gewesen sein? Ich dachte, wir kennen uns so in- und auswendig und ich würde das sofort mitkriegen, wenn er eine andere hat. Wie soll ich das bloß jemals Alina sagen?